Jetzt gehen wir runter zu Icke, denn Icke steht da neben Casimir de Bali und gratuliert ihm zu seinem Sieg. Hallo. Er brennt. Der Dream-Effekt, hat Volker Schenk gerade gesagt. Kasim, du darfst gleich winken. Hier. Okay, ich muss nämlich winken. Wir müssen jetzt noch kurz mit dir ein bisschen sprechen. Okay. Erstes Spiel, ja, erster Sieg. Es war unglaublich, es war toll, die Stimmung war gut. Die Zuschauer haben abgeliefert. Ey, die Spieler waren knusprig. Frankfurt Galaxy, Top-Team, richtig guten Job gemacht, um mich zu eliminieren. Viel Sprint-Out, schnelle Pässe, es war nicht einfach. Aber am Ende hat es halt dann auch geklappt. Ja, und du hast zwar selber Kind-Sack gemacht, aber wegen deinem Druck. Das, musste der Gegner sich auf dich... Das war der Gameplan. Ich habe gesagt, ich nehme jeden Sack, den ich kann, aber der Quarterback wird viel upsteppen, viel rauslaufen und das ist die Chance für alle anderen Spieler, Sacks zu machen und das haben die Jungs gemacht. Und am Ende war, wie so häufig beim Football, auch der Kicker. Der ist eine Vollmaschine und du weißt, was, alles hat ein Ende. Nein, warte, aber die Wurst... Nein, weiß nicht, hab ich verschreit. 90 Minuten ist ein Spiel. Ich hab's vergessen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Genau. So, wir haben abgeliefert. War geil, war geil. So. Und sag noch deinen Eindruck, weil alle darüber schon gesprochen haben. Könnte das vielleicht doch das Finale sein? Die Frankfurter, wie stark waren sie? Die waren richtig gut. Es ist ein gutes Team, gute O-Line, guter Quarterback. Einfach, es ist eine gute Liga. Die Jungs sind gut hier. An diesem Abend, beziehungsweise an diesem Tag, wart ihr aber besser. Glückwunsch, Kasim. Jetzt darfst du winken. Tschüss. Geh hinterher, guck mal, das gucken wir uns doch an. Also, er jubelt mit seinen Hamburgern. Diesen Sieg gleitet er wie der Jet. Der Jet Kasim de Bali durchs Stadion. Hamburg hohe Luft. 17 zu 15 gewinnen die Hamburg Sea Devils gegen die Frankfurt Galaxy. Und Kasim de Bali ist nicht mehr einzufangen. Also, wenn ihr in Hamburg seid, würde ich mal die Bars aufsuchen. Der trinkt bestimmt noch ein Bierchen. Und ihr seht's, das war ein wunderbarer Nachmittag. Und deshalb machen wir jetzt einen kurzen Päuschen. Ihr bleibt dran und dann quatschen wir noch ein bisschen über das, was wir sehen.